Viele von uns sind zu diesem Kongress gekommen und wir haben alle Züge, Flugzeuge benutzt. Und habt ihr euch irgendwann mal gefragt, wie die Infrastruktur dieser Buchungssysteme aussieht? Habt ihr schon mal gesehen, wie sicher diese Systeme sind? Carsten Noll und Nemanja Nikodjevic. Carsten hat ein sehr tolles Repertoire vorzuweisen von Sicherheitsforschung. Er hat schon über GSM-Protokolle geredet und letztes Jahr über Zahlungssystemmissbrauch auf dem Kongress. Und zusammen mit Nemanja wird er uns dieses Jahr seine Forschung zu Reisebuchungssystemen zeigen. Und vielleicht finden wir auch raus, wie wir umsonst nach Hause kommen. Bitte einen sehr großen Applaus für Carsten und Nemanja. Vielen Dank. Es fühlt sich immer toll an, wieder da zu sein. Ich erinnere mich noch an das erste Mal, als ich hier auf dem Kongress gesprochen habe. Das war vor 10 Jahren. Und das ist jetzt 10 Jahre von Vorträgen auf dem Kongress. 10 Jahre und 10 verschiedene Legacy-Systeme, wo wir nach Sicherheitsfehlern gesucht haben. Und dieses Jahr ein Reisebuchungssystem und die Schwachstellen darin. Der Unterschied zu den anderen Talks, die wir haben, es wird diesmal weniger um Hacken gehen, aber wir haben es dieses Jahr weniger, weil es weniger benötigt wurde. Also wir sind immer noch interessiert daran. Aber ein bisschen weniger als normal. Also wir reden jetzt über Reisesysteme und es gibt 3 große Unternehmen in der kommerziellen Reisewelt. Es gibt die Airlines und dann gibt es so Unternehmen, die einem helfen, das zu buchen, wie zum Beispiel Expedia und natürlich die Broker, die sicherstellen, dass man diese Sachen auch buchen kann. Das ist wirklich so, dass der Backbone der Reiseunternehmen, aber man denkt darüber nicht nach. Diese Systeme sind wirklich sinnvoll, weil sie die sind älter als das Internet. Sie kommen aus den 80ern. Es sind globale Distributionssysteme. Und es macht Sinn, diese Systeme zu haben, weil ein Sitzplatz auch in einem Flugzeug nicht mehr als verkauft werden sollte. Und natürlich sollten auch Airlines, sicherstellen, dass sie einen Platz nicht doppelt buchen können. Und diese Systeme beinhalten 3 Typen von Informationen. Das erste ist, die ihr wahrscheinlich am ehesten kennt, ist natürlich der Preis. Zum Beispiel die Airlines stellen ihre Preislisten rein. Das nächste Wichtigste darin ist Verfügbarkeit, also ob das Ganze gebucht werden kann, ob es in der Buchungsklasse gebucht werden kann. Und wenn jemand einen verfügbaren Sitz buchen kann, dann wird das Ganze in eine Reservierung umgewandelt. Und ihr habt wahrscheinlich schon ein paar der Informationen früher gesehen auf so Webseiten. Ich zeige euch mal die ich mag. ITA Matrix Software, die von Google gekauft wurde. Aber sie haben immer noch dasselbe Interface aus irgendeinem Grund. Aber hier kann man nach einem Flug suchen, zum Beispiel von San Francisco nach Hamburg.
und die Website wird das Ergebnis ausspucken von verschiedenen Airlines. Was jetzt der Unterschied ist von dieser Website ist, sie geben einem viel mehr Informationen, wenn man weiß, wohin man klickt. Man nimmt sich den billigsten Flug, mit dem man für Neujahr nach San Francisco kommt. Was ich an dieser Website mag, man kann sich die echten Daten anschauen, die in den Systemen gehalten werden. Es sieht aus wie aus den 70ern. Das wird normalerweise auf einem Terminal angezeigt, mit einer grünen Schrift, auch schwarz im Hintergrund. Also man will natürlich für ein bestimmtes Datum buchen, das heißt, danach selektiert man. Und man nimmt natürlich alle Flüge, die in Frage kommen, also alle Airlines, die das anbieten. Und es gibt natürlich noch andere Einschränkungen, die man dort eingeben kann. Zum Beispiel, man kann und es steht zum Beispiel drin, wie lange man wo bleiben kann, um dann weiterzufliegen. Und es hat halt diese ganzen anderen Regeln da drin. Zum Beispiel, man kann dieses Ticket jetzt zum Beispiel nicht stornieren, aber man kann es umbuchen für einen Aufpreis. Und das ist jetzt nur für einen Flug und es gibt natürlich Zehntausende von diesen Dateneinträgen. Und was ich natürlich überrascht ist, es gibt kein Datenformat, das zur Verfügung. Es gibt kein XML oder sowas. Und die Firmen schreiben dann also immer einen Parser, um das Ganze darzustellen. Und wenn jetzt versucht, irgendwas zu stornieren oder zu ändern, dann kann man das nicht auf der Website ändern, sondern man muss sie anrufen und sie müssen das wirklich dann direkt nachschauen, weil sie haben das natürlich nicht automatisch verarbeitet. Und das ist das Erste, was in diesen Datensystemen gehalten wird. Das andere Teil, es ist ein bisschen schwerer, daran zu kommen. Expert Flyer ist der beste Anbieter dafür. Wenn man wirklich nach San Francisco fliegen will zum Neujahr, kann ich das laut? Und es gibt natürlich keine Verfügbarkeit für bestimmte Buchungsklassen. Nur weil ein Preis verfügbar ist, heißt das nicht, dass dieser Flug auch wirklich buchbar ist. Und man muss jetzt die ganzen Informationen zusammenfügen, um das anzuzeigen. Jetzt nehmen wir an, und Expedia hat das Ganze gemacht und es wird dann gebucht und dann gibt es den Passenger Name Record, den PNR. Das ist dasselbe 70er, 80er Style wie davor, aber es hat diesmal private Informationen drin. Zum Beispiel, es hat einen voice to ask for more privacy around das hier ist von jemand, der sich sehr für Privatsphäre einsetzt und der das Ganze auf seiner Website veröffentlicht hat, dass man sich das Ganze anschauen kann. Hier zum Beispiel die E-Mail und da sieht man zum Beispiel, es gibt noch nicht mal den Ad-Character, sondern einfach eine Escape-Version. Also es benutzt einen Charakterset von Lochkarten. Also alles hier ist ein 6-Bit-Buchstabe und es gibt keine Möglichkeit dafür, da ein Ad-Symbol reinzubringen. Aber man möchte natürlich nicht, dass jeder auf diese Informationen zugreift, weil die sind wirklich privat. Die drei Hauptspieler in den drei GDS-Systemen sind Amadeus in Europa, Sabre in Amerika und Galileo. Was jetzt Travelport ist, und es wird nicht so oft von Airlines benutzt, sondern es wird eher von Reisebüros benutzt. Sagen wir, wir gehen über Expedia und kaufen einen Flug nach Amerika, dann wird die PNI-Information in Amadeus geliefert, weil wir von
gehen wir über Galileo hinein und wir buchen einen Flug über Lufthansa und Aeroflot, dann wird unsere Information in alle drei Systeme reingesteckt. Sowohl in, also wo die Information nachher hinkommt, die von uns kommt, hängt davon ab, in welchem Bereich die Airline selber handelt. Und wir wollten herausfinden, ob sie diese Informationen auch entsprechend schützen können. Es gibt natürlich uns den Grund, dass sie das wahrscheinlich nicht können, weil es wahrscheinlich sehr alte Technik ist. Und es gibt wahrscheinlich keine großen Security-Upgrades, aber aus demselben, aber zur selben Zeit gibt es auch den die Vermutung, dass sie wirklich gut geschützt sind. Die PNA-Daten, die Informationen über die Reisenden selber, werden verteilt, werden von allen möglichen Regierungen angefragt. Zum Beispiel die US-Regierung versucht immer wieder an Flugdaten von privaten Kunden hinanzukommen, seit dem 9/11-Anschlagen. Und man kann sich natürlich vorstellen, dass das System, dass sie sicher genug sein sollen, dass wir da nicht drankommen sollten. Und wo die, selbst die US-Regierung nicht drankommen sollte. Die Frage ist, ob jetzt die GDS-Systeme normale Standardsicherheit haben oder ob sie Sicherheit verhindern, ob sie Nutzer authentifizieren, ob sie Rate Limiting haben gegen Anfragen und ob es Möglichkeiten gibt, irgendwelchen Missbrauch festzustellen. Where those systems stand. Und es würde uns natürlich interessieren, wie die Systeme stehen. Lass uns anfangen mit Zugangsberechtigung. Das ist jetzt einfach aus öffentlichen Quellen. Es hat den Privatsphärenkämpfer in Kalifornien, der sagt, dass es schon Verstöße dagegen gibt von vielen Menschen dort, die da keinen Zugriff haben. Jetzt, angenommen, wir haben jetzt eine Flugbuchung. Jeder, der jetzt bei dieser Airline arbeitet, kann auf diese Information zugreifen. Und jeder, der auch jetzt zum Beispiel an einer Autovermietung arbeitet, kann auch auf diese Einträge zugreifen. Und jeder Reisebüro-Mitarbeiter kann auch auf diese Daten zugreifen. Und wenn man immer mehr Informationen hinzufügt, haben all diese Menschen immer noch Zugriff. Das ist, wie diese Systeme funktionieren und wie sie geplant waren, aber das ist natürlich nicht, was ich als moderne Sicherheit verstehe. Die meisten Menschen, die für diese GDS-Firmen arbeiten, die haben einfach Zugriff auf alles. Also auch zum Beispiel die Support-Mitarbeiter von diesen Firmen, die helfen, das System bugfrei zu machen. Die haben Zugriff auf die Daten von Millionen von Menschen. Die Sachen, die wirklich privat sind. Und viel zu viele Menschen haben viel zu viel Zugriff auf viel zu viele Informationen. Zum Beispiel, die IP-Adresse ist fast dauerhaft gespeichert, aber und alle Menschen können auf deine E-Mail-Adresse zugreifen, deine Telefonnummer. Also das scheint auf jeden Fall keine granulare Zugriffsberechtigung zu sein. Und es funktioniert jedenfalls nicht mit den GDS-Systemen. Also jetzt zur Nutzerauthentifizierung. Das ist sogar noch schlimmer. Und ich möchte zwei Unterscheidungen treffen. Und ich möchte professionellen Zugriff unterscheiden und der Zugriff von Privatpersonen auf die Daten. Professionelle greifen, also der Normalzustand ist, dass die Agentur zu einem der Systeme verbunden ist und dass alle Nutzer denselben Account nutzen und alle benutzen denselben Nutzer und dasselbe Passwort, das vor Jahren erstellt wurde. Es gibt ein paar Reisebüros, die nett genug waren, uns dabei zu helfen, und
die Passwörter, die sie uns gesagt haben, waren einfach schrecklich. Also, in einem Beispiel war die und das Passwort bestand aus WS und dann dem Datum. Und selbst wenn man alle möglichen Daten ausprobieren muss, ist das mit dem Brute Force leicht zu knacken. Und das, um Daten von Millionen von Menschen zu schützen, das ist wirklich schrecklich. Das war die beste Authentifizierung, die wir dort gefunden haben. It gets worse with travelers und es accessing their wird own noch schlimmer there, mit Privatpersonen, die auf ihre Daten zugreifen. Die geben einem noch nicht ein Passwort, sondern sie geben einem stattdessen einen Buchungscode. Einen PNR-Locator ist es manchmal genannt. Ich nenne es Buchungscode. Das ist, was man bekommt, wenn man Flug name. Und man braucht nur den letzten Nachnamen. Und wenn man das jetzt natürlich als Passwort benutzen will, sollte man das geheim halten. Aber leider hält man das nicht geheim. Es wird auf praktisch alles gedruckt, was bei dem Flug dabei ist. Alles, das hat den Nachnamen und immer den Buchungscode. Auch bei den Costa. Auf den Boardingkarten war es dort. War es früher dort. Und dann ist es verschwunden und dann tauchte der Barcode auf. Aber jetzt ist es innerhalb dieses Barcodes. Ich habe es gelöscht, weil ich es noch benutzen möchte. Dieser 6-Stellen-Code wird überall hingedrückt und ihr könnt ihn überall finden. Ihr könnt ihn auf allen Müll in den Flughafen finden. Und viele Leute schmeißen ihren Boarding Pass weg, wenn sie fertig sind. Und das ist der einzige Weg, wie sich die Reisenden identifizieren können. Dann kann man sehen, was für ein Missbrauch dadurch möglich ist. Lass uns erst darüber denken, wo wir noch diesen PNR-Code finden können. Denkt einfach, dass jemand euer Passwort auf Papier draufdrückt, das ihr am Ende eurer Reise wegschmeißt. Was für bessere Technologie denn, um eure Technologie zu schädigen, seinen Instagram. So you got all these bookings and in fact und ihr bekommt alle diese Buchungen. Das ist einer Typ hier. Hier war ein Typ, der die Informationen gelöscht hat. Aber für jemanden, der weiß, was losgeht, da sind hunderte Informationen. Das ist alle Informationen, die ihr braucht. Wo war Lufthansa noch? Hier. So, hier ist ein Lufthansa von ein. Posted by Marky. Gepostet von Marky so in Frankfurt. Das hier ist wirklich alles, was ihr braucht, um jemanden. Warte, Moment. Mal gucken, ob es funktioniert. Ja, es funktioniert. Marky M on Instagram. Heißt Markette Mückelova. Und das ist die Booking-Number. Ich habe mir überlegt, ob ich es zeigen soll, aber ihr werdet es immer noch sowieso machen. Okay. So a flight today from Munich. Ein Flug nach heute von München nach Frankfurt und dann weiter nach Seattle. Und ich möchte einen Punkt zeigen. Wo habe ich es gesehen? Die Ticketnummer? Just use mine. Einfach benutzen meins. It's Android. This is Android. Ups.
And let me write down the password. Lass mich das Passwort niederschreiben. Okay. All right. Ja. So what I wanted to point out is was ich zeigen wollte, even a Lufthansa ticket. So das hier ist noch nicht mal Lufthansa-Ticket. In Frankfurt. Sie hat noch nicht mal. Wenn ihr the ticket number, 016, sie hatten nur bei Lufthansa eingecheckt und wenn ihr jetzt auf die Ticketnummer schaut, hat es auch noch Flüge über Alaska. Also jede dieser Fluggesellschaften hat Zugriff auf all diese Informationen und es gibt auch Leuten einfach Zugriff, wenn man das Flugticket nimmt und den Nachnamen. Also to recap for the moment. Was ich, um das noch festzuhalten, also Fluglinien geben euch ein sechsstelliges Passwort, was sie überall draufdrücken und was ihr zum Beispiel auf Instagram stellt. Und also, warum solltet ihr nicht? Das macht ja auch jeder andere. Also das Authentifikationsmodell ist einfach kaputt. Genauso wie die Nutzerzugangskontrolle. Natürlich, jetzt kann man diese Flugnummer dazu benutzen, um sich irgendwo einzuloggen, zum Beispiel auf Check My Trip, und man hat die Kontaktinformation. Und es ist immer eine E-Mail-Adresse dabei, es ist auch eine Telefonnummer dabei. Und wenn ihr jetzt bei Lufthansa draufklickt, wird noch nach Zahlungsweg fragen, um die Buchung zu ändern, aber ansonsten kann man das wahrscheinlich ändern. Aber es stehen auch Visa-Informationen drin, Zahlungsinformationen, die Heimatadresse und all diese Informationen ist jetzt einfach, kann man einfach darauf zugreifen. Und wir haben noch nichts gehackt. Und, aber dafür haben wir Nemanja, der zeigt uns dann nachher, was man wirklich hacken muss und wie da noch tiefer reinkommt. Können wir den Bildschirm umschalten? So, als wir angefangen haben, haben wir viele diese Buchungsnummer gefunden und haben versucht, eine Korrelation daraus herzustellen. Es gibt Webseiten, wo man einfach eine Buchung machen kann und später zahlen kann, aber es gibt die Buchungsnummer früher. Und jetzt nehmen wir einfach einen standarddeutschen Namen und wählen Deutschland auf. Und sie kontrollieren die Telefonnummer. Das heißt, es muss dann passen. Hans@sandiego.com. Wie ihr sehen könnt, mache ich einfach irgendwelche Daten rein. So, für dieses haben wir schon unsere Booking Reference bekommen. Y56HOY. Und hier bekommen wir gleich, wir müssen kurz warten, Y5LCF4. Wenn ihr könnt sehen, dass sie ziemlich ähnlich zueinander sind. Beide starten mit Y5, das heißt, sie wurden am selben Tag gebucht. Eines ist von Lufthansa, das andere ist von einem anderen Hersteller, deshalb sind es verschiedene. Aber wir sehen auf jeden Fall Konventionen, zum Beispiel das Y5 für den Tag. Was wir jetzt tun können, ist, wir können... Nein, zuerst müssen wir etwas überprüfen. Wir hatten ein paar Probleme mit dem Netzwerk. Ja.
Das ist ein bisschen schade. Wir müssen leider diesen Teil überspringen, wo wir tatsächlich nach Carmen San Diego suchen. Aber das ist der Seiteneffekt davon, wenn man den Firmen selber zeigt, passt auf, wir haben hier was rausgefunden. Hier ist ein Exploit und sie werden jetzt wahrscheinlich einfach darauf reagiert haben. Sie haben auch schon in der Vergangenheit mal die Webseite einfach abgeschaltet. Ich glaube, die ganze Webseite ist abgeschaltet. Aber was wir zeigen können, ist, wenn wir auf diese Booking-Nummer schauen und wir gehen auf die Air Berlin-Webseite und wir geben den Nachnamen ein. Und es muss UE sein, weil es 6-Bit-Encoding ist. Es kann keine Umlaute. So, jetzt haben wir die Security geschafft. Schauen wir mal, was passiert. Was er nicht gezeigt hat, ist zu zeigen, was die Konventionen sind für diese Nummern. Also wenn man rausfindet, welche Konventionen für welchen Tag benutzt werden, dann können wir jedes Ticket von diesem Tag anschauen. Natürlich hätten wir das auch geschafft, hätten sie nicht die ganze Website offline genommen. Für diese Demo können wir auch einfach mit diesem Flug weitermachen. Wir werden es einfach später zeigen. Also, als erstes, was wir geschafft haben, ein Sieg für die Privatsphäre, es wird keine Informationen verraten. Können wir zum anderen Bildschirm gehen? Ein Ding, das wir gesehen hätten, wenn das keine Reservation gewesen wäre, sondern ein echtes Ticket, dann hätten wir die Optionen gehabt, neu zu buchen, die Flugnummer anzuschauen. Was ist das Potenzial hier? Bis jetzt haben wir nur gesehen, dass die Privatsphäre eingegriffen werden kann. Es ist schlimm genug, wenn jemand einfach ein Bild von deiner Gepäck machen kann und über den Barcode sofort an deine ganze Information hinankommt. Aber das Potenzial, dies auszunutzen, ist viel höher. Man kann kostenlos fliegen. Du kannst das Ticket von anderen Leuten finden und einfach das Datum ändern. Wir haben sogar etwas vorbereitet gehabt, dass wir durch ein bisschen Brute Force einfach den Tag, an dem das Ticket fliegt, ändern können. Und wir können selber den Flug übernehmen, wenn die Airline nicht selber genau auf den Pass nochmal schaut, ob es funktioniert. Oft sind sie dir einfach eine PDF für den Flugpass und die kannst du einfach ändern, deinen Namen reinschreiben und dann kommst du an Bord. Aber nehmen wir an, wir wollten tatsächlich ein Ticket für uns übernehmen. Es kommt darauf an, welche Airline wir benutzen, aber wir können die Airline anrufen und man kann das dann einen Refund angeben und das Ganze in dem PNA selber machen, dann ein neues Ticket buchen und alles selber bestimmen. Die Amerikaner kennen das jedes Mal, wenn ihr einen Flug nicht nehmen könnt, dann bekommt man Guthaben geschrieben. Das sind MCOs, die sind basieren auf Flugstornierung. Und das Ganze passiert in dem ganzen System. Es gibt keine Passwörter darin. Es gibt nur diese 6 Buchstaben, die Leute selbst auf Instagram stellen. Und wo Nemanja zum Beispiel die Fähigkeit hat, die zu bruteforcen. Was kann man sonst noch machen? Man kann Meilennummer hinzufügen. Manche Tickets, viele Leute sammeln Meilen und für die Meilen, die man bekommt, kriegt man viel gut geschrieben bei den Airlines. Und wenn man an diese Informationen hier hinankommt, kann man teilweise auch die Meilennummer selbst bearbeiten, die auf dem Ticket ist. Das heißt, man kann bei der Airline einfach
kostenlos unendlich viele Meilen einlösen und sich dafür Gutscheine oder irgendwelche Perks bei anderen Reisen freischalten. Das hier. Shut down business apparently. Unrelated to this talk. So, you have access to somebody's PNR. Also wenn wir Zugang haben auf den PNR, dann können wir nicht einfach nur ihren Flug wegnehmen, sondern wir können ihn ändern. Was komisch ist, denn eigentlich kann man man kann einfach neue Bonusmeilen hinzufügen und man kann so richtig viele Meilen sammeln. Und es sind alle Fluglinien davon betroffen in der Demo, die wir jetzt leider nicht zeigen konnten. Brute Force, den wir jetzt zeigen wollten für den für die Airlines, die wir zeigen wollten, geht das für viele Personen. Aber das hängt von der Airline ab. Es gibt auch intelligente Airlines, die den letzten Namen und den ersten Namen haben wollen. Und wenn man jetzt interessiert ist in eine spezielle Person, kann man die Person immer noch finden, aber wenn man jetzt jemanden betrügen will, dann wird es schwieriger, weil einen alltäglichen Nachnamen, einen alltäglichen Vornamen ist sehr, sehr viel schwerer zu raten. Aber wie auch immer, selbst amerikanische Airlines haben Zugriff auf andere Websites. Das ist noch eine Standard-Website, die einem zum Beispiel erlauben, nur mit dem Nachnamen und dem Vornamen darauf zuzugreifen. Und es gibt also mehrere Wege, auf die Daten zuzugreifen. Und eine sind sicherer, die anderen sind weniger sicherer. Und was sie sagen, die Seiten haben einen Treffer gefunden, aber geben einem nicht Zugriff auf die Informationen. Aber TripCase wird es dann machen. Und was man dort machen kann, ist, mit TripCase findet man den Vornamen raus und kann ihn dann in die amerikanische Website eingeben und dann darauf zugreifen. Und es gibt all diese verschiedenen Möglichkeiten, auf die Daten zuzugreifen, auf die persönlichen Informationen, und jeder ist halt unterschiedlich. Aber wie sieht das Universum der Reisewebseiten aus? Wie sehen sie aus? Jede von ihnen hat Booking Code. Hat sechs Buchstaben Booking Codes. Die sind unterschiedlich zwischen den Airlines. Sabre benutzt gar keine Nummer. Entropy. But then others, for instance, Amadeus, they don't use 1 and 0, because that could be. Amadeus benutzt zum Beispiel 0 und 1er. Und Galileo schmeißt ein paar andere Buchstaben raus. Aber am Ende benutzen sie noch nicht mal wirklich die volle Entropie der sechsstelligen Passwörter. Also haben die ganzen Buchsysteme weniger Entropie als ein fünfstelliges Passwort. Ich würde niemals jemandem empfehlen, kürzeres als 5-Stellen-Passwort zu finden. Das nächste Problem ist, dass die Buchungen sequenziell geschehen und die Buchsumme auch sequenziell sind. Die meisten kommen aus demselben näheren Umfeld. Zum Beispiel, wenn nur an Buchungen heute interessiert ist, eine Person, kann man das alles heute, kann das innerhalb von Minuten erledigen. Aber bei Sabre werden die Nummer zufälliger gewählt, aber hat auch weniger Entropie. Deswegen nimmt man trotzdem dann Sabre, weil man am Ende weniger Entropie gesamt hat. Die Schwachstellen unterscheiden sich in Grautönen, in der Privatsphärenverletzung und in der Betrugssicherung. Aber ein Beispiel, wie leicht man diese Buchungscodes finden kann, wenn man 1000
einfach 1000 Buchungscodes nachschaut mit dem Nachnamen Smith und es kommen 5 zurück mit aktuellen Buchungen. Und 5% ist das ganze Universum ist schon belegt. Und wenn man sich jetzt überlegt, wie häufig dieser Nachname ist, heißt das Universum ist sehr klein. Und das Problem ist, was sie haben, sie werden demnächst keinen Platz mehr haben. Und das werden sie demnächst mal beheben müssen. Aber bis dahin wird es immer leichter werden, diese Buchung zu finden. Jede dieser Anbieter hat eine Website, die die Möglichkeit gibt, alle PNAs darauf zuzugreifen. Und man ruft eine Website, die man aufruft, die die eigentlich nicht existiert, von dem ich nicht wusste, aber die trotzdem die deine privaten Informationen ausgibt. Aber es gibt sie und sie sind halt schlecht. Und keine dieser Seiten haben irgendeinen Schutz für Brute Force. Wir können 100 Millionen Kombinationen ausprobieren und diese Webseiten werden sich noch nicht mal ein bisschen beschweren. Und wir haben Amadeus ein paar Anfragen ausgesetzt als den anderen und die haben es dann irgendwann festgestellt. Und sie haben versucht, sich zu bessern. Die klassischen Suchmaschinen, die sind von ein paar Tagen zugemacht, aber die anderen Webseiten haben noch funktioniert bis vor einer halben Stunde. Was ich die letzten Tage gemacht habe, ist, sie haben Capture hinzugefügt, aber der Capture gibt uns einen Cookie und der Cookie kann dann für unendlich viele Anfragen genutzt werden. Das ist halt eine Firma, die davor noch nie Websicherheit gemacht hat. Aber sie haben auch die Anzahl der Anfragen beschränkt. Und wir haben das von Amazon gemacht. Das heißt, es ist nicht ganz so leicht, neue IP-Adressen zu bekommen, aber wir haben ca. 1000 Anfragen pro IP-Adresse angewendet. Und selbst wenn sie Check My Trip wirklich abgeriegelt bekommen, das Problem ist, kann ich einfach die Lufthansa-Seite benutzen. Zum Beispiel die Webseiten unterscheiden sich in der Sicherheit ziemlich stark. Zum Beispiel Lufthansa hat unterschiedliche Eigenschaften. Die Standard-Webseite hat einen Capture und die mobile Webseite hat 30 Anfragen pro IP. Und das heißt, man kann die Anfragen angucken, also es wird ein bisschen schwieriger, aber die mobile Applikation hat es nicht. Air Berlin, they had some rough IP filter. Air Berlin hat einen IP-Filter drin, ca. 1000 Anfragen und dann kommen und sie haben heute auf Capture umgestellt. Das zeigt also schon ein bisschen das zeigt ein bisschen, dass wir es erreicht haben. Vielen Dank an Check My Trip und Air Berlin, dass ihr über die Feiertage was dran gemacht habt. Und die anderen Systeme sind immer noch schlimm. Sie sind immer noch, man kann sie immer noch so brute forcen wie davor. Bis auf den Zusatz bei der amerikanischen Fluglinie, dass man dort den Vornamen noch braucht. Ansonsten sind sie nicht protected vor brute force Angriffen. Ich habe in meiner Arbeit, wo der erste Pentester nicht immer gesagt hat, es hat kein Rate Limiting und einen Tag später hatten sie es dann. Also das ist ein bisschen, das ist wirklich eine Katastrophe. Let's talk about one more abuse scenario. Jetzt reden wir über das letzte Missbrauchsszenario. Ich halte es wirklich für wichtig. Ich habe in den letzten Jahren auch immer menschliche Sicherheit gemacht, aber
Dasselbe Problem hat man natürlich auch mit Reisen, dass man, stellt euch das Szenario vor, wo ihr eine Buchung gemacht habt und jetzt schickt euch die Airline eine E-Mail ein paar Minuten später, oder sieht zumindest aus wie die Airline, wo drin steht, bitte aktualisieren Sie jetzt Ihre Kreditkarteninformationen zu aktualisieren, weil die Buchung nicht durchgeführt werden konnte. Ich hätte darauf geklickt und hätte meine Kreditkarteninformationen angegeben, weil Kreditkarten sind immer fehleranfällig. Wie ist es jetzt möglich, dass man einfach hergeht und sich die Buchungsnummern anguckt und die neuen Buchungen findet und die E-Mail-Adressen daraus lädt und dann an diese und wir können aus den PNR-Records mit der Buchungsadresse alle Informationen holen, die wir brauchen, um so eine gefälschte E-Mail aufzusetzen und rauszuschicken. Und deswegen möchte ich, dass die Industrie das bitte schließt, weil die Bösheit des Internet wird es nicht für immer ignorieren. Und es wird wahrscheinlich wirklich, wirklich relevant sein und profitabel das auszunutzen. Es gibt noch ein paar andere Spieler, die da in dem Markt mitmachen. Von CITES und es gibt zwei Airlines, die das benutzen und das wird von zum Beispiel von Air India und S7 benutzt und sie sind noch schlimmer als die anderen Buchungssysteme. Sie benutzen nur vier Codes und vier Stellen und eine der Stellen ist sogar fest. Also hier haben wir keine Buchung. Er wird euch Ryanair, Romania und Pakistan National Air zeigen. Bemerkt, dass das alles zu Big GDS-System verbindet ist. Und das ist noch schlimmer als das, was wir zuvor diskutiert haben, gezeigt haben. Ich denke, viele Leute hier fliegen mit Ryanair. So. Die benutzen. Die benutzen eine Firma, die von Amadeus gehört ist. Auf der Ryanair, ihr könnt nach der E-Mail-Adresse suchen, nach der Reservation-Nummer und nach den letzten vier Nummern nach der Kreditkarte, die ihr fürs Buchen benutzt habt. Und so wie sie keine Captcha haben, wir können einen Blick wagen. Das ist ein bisschen langsam. Okay, so we know that the last four digits. Wir wissen, dass die letzten vier Nummern von Carmen San Diego Nummer diese sind. Und sonst können wir auch alle einfach alle 10.000 ausprobieren. So. Aber diese Art und Weise wissen wir. Es fängt an mit diesen Nummern. Lassen das brute forcen. In der Zwischenzeit lassen wir uns einen Blick an die Oman Air Nummer haben und die fragen nach der Booking-Nummer und nach dem Abflug-Airport, Flughafen. So for Oman Air, we think für Oman Air nehmen wir einfach den Standflughafen, das ist die Hauptstadt. So let's see if we can find someone. Und dann lass uns gucken, ob wir jemanden finden. And is now just trying random booking codes. Und er probiert einfach nur zufällige Nummern in diesem Namensraum aus. Aber es ist noch ein bisschen schneller, aber sonst ist das nur Brute Force und da gibt es keinen Capture. Das nächste one, und das ist der Gewinner. Basically, they trust you that it's you. Die vertrauen dir, dass du bist. Let's see. Okay. So und lass uns schauen. Und wir haben schon einen für die Oman Air. Und das ist wo? Okay. That was Ryanair, huh? Yeah. Das ist Ryanair. Ryanair. Yeah. Okay. So we didn't print these two characters. But aber because we wanted to hide it if we accidentally some booking with that card number we don't want to show the booking number of someone else. Wir verstecken letzten bei Nummern, falls wir zufällig doch eine Buchung treffen mit den Kreditkartennummern, dass ihr das nicht seht. Okay, we even got one from the Pakistan.
Wir haben auch einen von den Pakistanien erwischt. Und der Flug geht und hier kann man jetzt einfach die Reservierungsnummer eingeben. Und die Kreditkartennummer. Und jetzt schauen wir, ob das funktioniert. Und es funktioniert. Wir fliegen von und wir haben jetzt Carmen San Diego gefunden. Now we know where Carmen San Diego is finally. Und der Punkt wurde gemacht, man kann diese Webseiten einfach brute forcen. Man löst keine Alarme damit aus und es für jemanden, der aus der IT Security kommt, finde ich das wirklich katastrophal. Und das letzte Security-Feature, was wir erwarten würden von solchen IT-Systemen heutzutage haben, speziell in dem Wissen, dass diese Systeme für Jahre schon kritisiert wurden. Und festzustellen, ob jemand legal oder illegal darauf zugreift. Es wurde von Edward Hasbrook erwähnt und die andere Privatsphärenkämpfer kamen da schon über die Jahre hinweg und die USA kann darauf einfach zugreifen. Where are the records, whether they are also, wo sind denn die Daten? Ob man gucken kann, ob diese Daten missbraucht werden oder nicht? Haben wir irgendwo Aufzeichnungen, wie das Ganze funktioniert? Die Firmen haben mir gesagt, das ist technisch nicht möglich, solche Logs zu speichern. Und ich nenne das Bullshit. Die kleinsten Änderungen, die haben immer einen Log, aber für Zugriffslog gibt es keine Möglichkeit. Wenn diese Firmen zum Beispiel zu illegalen Zugriff der US oder zu irgendeiner Regierung gegeben haben und das Letzte, was man dann natürlich haben will, ist, dass man einen Logfile hat, was wirklich zeigt, dass andere darauf Zugriff haben. Und was man jetzt mit technischen Einschränkungen macht, ist, dass wir jetzt in der Mitte von einer Diskussion sind, wo es die Firmen dazu zwingt, in den USA das Ganze zu veröffentlichen und in der EU das Ganze nicht zu veröffentlichen. Deswegen wollen diese Firmen kein Log haben. Aber das Ganze ist über Webseiten verfügbar, es kann gebrute-forced werden. Und wir haben keine Aufzeichnung darüber, ob das überhaupt passiert. Und wir wissen daher gar nicht, wie stark das missbraucht wird. Wenn zum Beispiel wenn den Flug ändert, sind die Leute natürlich nicht glücklich, aber das ist halt der einzigste Nachweis, dass das Ganze missbraucht wird, weil sich jemand beschwert oder weil jemand den Flug davor genommen hat oder das Geld mitgenommen hat oder sowas. Die Angriffe sind technologisch möglich und man sollte nach diesen Angriffen suchen. Also in der Zusammenfassung. Es gibt drei große Datenbanken, eine in den USA, eine in Europa und die all die Informationen über alle Reisende haben. Diese Information beinhaltet die persönliche Kontaktadresse, die IP-Adresse, die E-Mail-Adresse und andere Systeme, die wir für wichtig empfinden, schützen wir mit einem besseren Passwort. Wir würden dafür kein 8-Stellen-Passwort verwenden. Nichts existiert hier. Das Passwort ist hier 6, hat nur 6 Stellen und es hat weniger Entropie als 5 Stellen. Und es wird auf Papier gedruckt, was wir wegschmeißen. Und es ist auch noch brute-forcible.
auf, von mehreren Wegen, von den Airlines und dann auch noch von den Buchungsagenten. Da sieht man halt wirklich, dass es von vor dem Internet kommt und dass die Security einfach nicht existiert. Weil das Ganze, es gibt viele Szenarien, wo die Privatsphäre missbraucht wird oder Betrug begangen wird, aber es wird nichts davon aufgezeichnet. Und deswegen kann man nicht sagen, wie sehr diese Systeme missbraucht werden. Wir brauchen natürlich mehr Limitationen, auf welche Daten zugreifen kann. Und wir in längerer Zeit brauchen wir bessere Passwörter für jeden Reisenden. Man sollte möglich sein, man sollte die Möglichkeit haben, einen Boarding Pass auf Instagram zu stellen, ohne dass das missbraucht wird. Das ist ein Stück Papier, was man am Ende wegschmeißt. Und das sollte sicher sein. Und wenn man es zeigen will, sollte man es auch zeigen können. Man sollte deswegen ein Passwort hinzufügen, um das wieder sicher zu machen. Und das ist ein Langzeitziel, weil die ganzen Firmen so verwoben sind, dass alle das an derselben Zeit machen müssen. Weil die ganzen verbundenen Airlines das gleichzeitig machen müssen. Wir haben das eine Ticket von Instagram gesehen, was ein Lufthansa-Ticket war. Lufthansa war dabei, Alaska Air war dabei und das Ganze kam von United Airlines. Und das ist die Frage, wie viele Airlines haben Verträge untereinander, um das Ganze durchzurechnen. Und deswegen müssen sich alle gleichzeitig dazu entscheiden, Passwörter einzuführen. Das ist also ein Ziel. Aber für kurze Zeit können wir wenigstens erwarten, dass all diese Webseiten, die Zugriff darauf geben, wenigstens Rate Limit einführen, also ein bisschen Websicherheit. Erlaubt uns einfach nicht, Millionen Anfragen zu schicken und gibt uns nicht die richtigen Antworten zurück. Das ist nirgendwo akzeptabel in der Cloud. Also dafür, dass das ziemlich Standard ist und dass sie das nicht haben, ist wirklich blamabel. Und solange es dort keine Passwörter hat und solange es keine Rate Limiting hat, kann man nicht nachvollziehen, gibt es keine Möglichkeit, das nachzuvollziehen. Deswegen muss eingeführt werden, dass das Ganze gelockt wird. Und das Ganze ist natürlich... Und ich hoffe jetzt natürlich, dass wir jetzt da den Weg anfangen, indem wir große Firmen nerven und dass sie das Ganze hoffentlich übers Wochenende fixen. Und hoffentlich gibt es demnächst welche, die das auch machen. Jetzt kann ich natürlich nur euch bitten, noch mehr dieses System anzugucken, weil es gibt mit Sicherheit da noch mehr zu finden. Das sind Legacy-Systeme und wir verbringen viel zu viel Zeit damit, viel zu gute Verschlüsselung noch besser zu machen und noch bessere Jailbreaks zu finden. Aber wir ignorieren diese riesen Sicherheitslücken in unserem Leben. Und deswegen sollten wir uns die Systeme angucken, die halt nicht so geil aus sind, die nicht so neu sind. Und ich hoffe, ich kann euch dazu motivieren, das Ganze dann anzugehen. Ich möchte ein paar Danksagungen aussprechen an unser Team, ohne die Forschung hier nicht möglich wäre. Das waren unsere Experten, die all die Slides gelesen haben und uns Feedback dazu gegeben haben und uns hoffentlich gezeigt haben, dass wir keine großen Lücken hatten. Und natürlich auch Dank an euch dafür, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Danke für den coolen Talk. Wir haben 5 Minuten für Fragen. Also stell dich bitte an die Mikrofone und dann nehmen wir ein paar Fragen. Die erste Frage: Gibt es irgendeine Andeutung,
wie sicher die Systeme von der anderen Seite sind. Gibt es irgendwelche Hinweise, dass diese Systeme sicherer sind auf der Kundenseite oder auf der professionellen Seite? Also ob man das irgendwie selbst einfügen kann. Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Es war definitiv unsere Liste von Sachen, die wir uns anschauen wollten, aber wir hatten leider keine Zeit, uns das anzugucken. Aber eine Sache, die ich wirklich ausprobieren möchte, wenn ich irgendeine Möglichkeit finde, stelle ich mal die Parser für diese Dateien vor. Und jetzt überlege ich mal, was passiert, wenn man da mal Sonderzeichen einfügt. Also ich kann mir nicht vorstellen, also ich weiß nicht, wer diese Textdateien erstellt. Ich möchte es wahrscheinlich nicht wissen, aber und ich kenne auch niemanden, der das weiß, aber wenn irgendjemand es kennt, würde es mich wirklich interessieren. Also dass man auf an der Seite wahrscheinlich überhaupt gar keine Sicherheit hat und das wahrscheinlich sehr leicht missbrauchen könnte. Fragen vom Signal Angel. Fragen aus mir jetzt. Leute haben angefangen, Informationen aus sozialen Medien zu sammeln. Könnte das dafür auch benutzt werden? Antworte. Ich denke nicht, dass es möglich ist. Yes, they are. Sie sind in der PNR. Okay. Ich dachte mehr, es wäre mehr ein Fall von diesem Journalisten. Er fragte durch den Freedom of Information Act alle Informationen, die die Leute. They had notes in there like, oh, he's a journalist, we had to search him extra for that, stuff like that. So they don't want to run. Der hat alle Informationen darüber über sich gefragt und der hat danach gesagt, und die Regierung gibt mehrere Informationen darüber. Okay, Mikrofon hier. Kannst du irgendwas über wo die haben die Nutzer das Recht, die Daten anzuschauen und zu löschen? Das ist eine gute Frage. Ich denke, das ist abhängig vom System. In Amadeus werden die Daten sehr früh gelöscht, Tage oder Woche danach werden sie gelöscht. In Saber werden die Daten am Ende des Tages ist es immer noch Mainframe-Technologie. Keiner hat mehr Ahnung, wie diese Algorithmen funktionieren und wann die Daten gelöscht werden. Also wahrscheinlich kann man nicht nachfragen, ob man das Ganze löschen kann. Ich denke nicht, dass sie mit dir reden wollen, weil du bist nicht der Kunde. Also das Mikrofon hin. Es scheint, dass der schnelle Weg, diese Systeme zu ändern, wäre Geld zu benutzen. Es sieht so aus, dass dieses beobachtet wird von Fluglinien. Antwort: Ich sollte mehr deutlich sein, wie dieser Angriff funktioniert. Natürlich braucht man einen Account in dem gleichen Namen wie diese Person. Natürlich braucht man wie die Dame Carmen San Diego. Und du kannst zum Reisebüro gehen und du kannst immer es ändern, wenn du einen Roundtrip nach Australien bist. Und ich weiß für den Fall, dass Leute das genau jetzt tun. Und das genau das jetzt tun, basierend auf Instagram-Fotos. Und dass sie die Miles Meilen klauen. Aber manche Fluglinien beobachten das aber nur, wenn es sehr viel ist. Ich hoffe, dass es so viel wird, dass es so ein großes Problem wird, dass es nicht mehr ignoriert werden kann. Und dass die Privatsphäre Probleme auch gelöst werden, weil Privatsphäre ist nie genug für ein großes Unternehmen. Also wenn du Geld reinschmeißt, dann sollte es vielleicht reichen. Okay, eine letzte Frage. Hi Carsten.
wenn Leute GDS-Systeme benutzen, dann benutzen sie ja echte Terminals und dann öffnen sie ja Schnittstellen, um mit diesen Systemen zu kommunizieren. Gibt es eine Möglichkeit, dort Forschung zu betreiben? Wir haben da sogar noch, wir haben dort auch ein bisschen Forschung betrieben, aber wir haben keine Möglichkeit gefunden, das zu veröffentlichen, ohne uns rechtlich haftbar zu machen. Also das, was ich sagen möchte, ist, dass die Verträge, die die Reiseunternehmen unterschreiben, dass man keine Möglichkeit hat, darauf zuzugreifen. Und das Ganze sieht zwar aus wie ein Terminal, aber dann gibt man irgendwas ein und dann sieht man aber einen Java-Stack-Trace. Und das Ganze ist ganz schlimm unsicher. Also selbst wenn man versucht, das Richtige zu machen, kann man das wahrscheinlich exploiten. Und wir haben noch eine Frage aus dem Internet. Jemand möchte wissen, wie man vermeidet einen DDoS-Angriff auf solche Systeme, noch, wenn man nach den Booking-Nummern sucht. Gute Frage. Wir haben niemanden geschadet und wir haben es versucht und wir haben mit 20 Amazon-Instanten und sie haben es noch nicht runtergenommen. Okay, thank you very much, Carsten and Natanya. Vielen Dank, Carsten und Tanja.